Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. So neu ist das Let's Play gar nicht. Wir haben schon zwei Folgen davon, aber heute ist mal ein bisschen anders, weil ich nämlich nicht alleine bin hier bei Titanfall. Ich habe noch einen Kumpel dabei und der kann sich jetzt gerne mal vorstellen. Jo, hallo, was geht? Wie gesagt, ich unterstütze halt meinen Kumpel und jo, eigentlich wäre es viel von mir und viel Spaß beim Schauen. Jo, wir machen heute eine Nexus-Materialschlacht. Bitte habt Nachsehen, dass die Tonqualität von meinem Kumpel nicht ganz so gut ist, weil der sitzt nämlich am Handy mit Skype und es ist nicht ganz so ideal, aber Hauptsache man versteht ihn ein bisschen, ne? Also ist ja immer ganz lustig, wenn man beim Zocken jemand dabei hat. Ich denke, das kennt ihr aus eigener Erfahrung. Jo, und während das hier jetzt noch im Ladebildschirm ist, frage ich einfach mal, und was machst du gerade so? Also ich sitze jetzt wie gesagt am Handy und unterstütze dich hier gerade so beim Reden beziehungsweise beim Spielen und ja, was machst du? Ja, ich warte, dass der Ladebildschirm vorbei ist und das ist er jetzt auch. Und ich muss gerade entscheiden, nehme ich einen Angriff oder einen Panzer-Titan. Ich glaube, ich nehme mal einen Angriff heute. Okay, dann geht es los. Und da hinten ist schon ein Feind und den habe ich gekillt, Leute. Sehr schön. Und da ist schon wieder einer. Oh fuck, ey. Ich hätte doch zielen sollen. Bitter. Naja gut, ich habe schon einen gekillt. Das passt schon soweit. Ich bin nicht so der Ja, beste Shooter-King, aber naja, ich gebe mir Mühe. Oh, da war einer. Huhuhu. Ha, schon wieder einer umgebracht. Das Spiel liegt mir irgendwie mehr als Battlefield oder Call of Duty, keine Ahnung. klar. Ja, ich habe das Spiel ein bisschen leise gedreht, dass man ihn auch gut hören kann. Falls ihr euch wundert, warum die Spielsound ein bisschen leiser ist als bei den anderen Videos. Und ich wurde ja auch schon gefragt, ob ich wieder Titanfall Let's Playe. Und das habe ich jetzt gemacht. Vor allem, weil heute ja auch nur zwei Videos kamen. Und gestern sogar nur eins, ja. Schande auf mein Haupt. Aber naja, es geht halt nicht immer, dass man so viel Zeit hat. Und dann guckt man halt, dass wenigstens ein Video kommt. Damit ich wenigstens meinem Schwur treu bleibe, dass jeden Tag ein Video kommt. Ah, ja. Oh ja, schön von oben runter gesniped, nicht gesniped, aber geschossen. Das finde ich traurig, dass es bei Titanfall keine Snipe gibt. Gibt's nicht? Nee. Ah, wusste ich noch gar nicht, siehst du? Habe ich noch keine gesehen. Also vielleicht eine. Ja. Selber auch erst ganz, also selber habe ich auch das kurz gezockt bei meinem Cousin auf die Xbox One Okay. und da habe ich jetzt mal keinen Snipe gesehen. Ja, also ich feiere auf jeden Fall, dass man als Pilot so fast jede Stelle hochklettern kann. Also es ist ziemlich geil. Und man natürlich auch in diesen Titans rumlaufen kann. Okay. Also das finde ich halt schon Ja. ziemlich geile Idee. Ja, das ist echt geil gemacht, das ist geil. Also ich hole jetzt mal meinen Titan. Zack. Warte. So. Jetzt geht's steil, Leute. Ich fände es bitter, wenn ich jetzt abgeschossen werde, während ich auf meinen Titan voll warte. So. Aber irgendwie überlebt man im Zeiten nicht so lange immer. Kommt mir irgendwie immer so vor. Ah, das ist echt so, das ist. Ja, vielleicht ist es auch so gewollt ein bisschen. Keine Ahnung. Ja, genau. Und wie gesagt, wenn ihr das erste Mal hier dabei seid bei Titanfall, wir spielen heute die PC-Version. Und zwar auf höchster Auflösung. Sieht man, glaube ich, auch ein bisschen. Also, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ich mache das ja gerne mal, dass ich auch mal ein Video so zeige, wie es ist, wenn man jetzt nicht in höchster Auflösung spielt. Habe ich mal bei GTA 4 gemacht. Und ja, keine Ahnung. Fand ich auch mal ganz lustig. Oh. Komm schon. Wo habe ich eigentlich meine Raketen? Alter, da hinten ist einer. Aber heute bin ich ja mal ein Angriff Typi. Das heißt, ich müsste eigentlich mehr austeilen als sonst. Boah, du Drecksack. Ach, den habe ich schon down gemacht. Alter, heute läuft's irgendwie.
Aber ich bin relativ zufrieden. Alter, kommst du ums Eck? Ich würde jetzt eigentlich gerne Bildschirmübertragung machen, dass du siehst, was ich hier zocke, aber das geht leider nicht, während du im Ingame bist. Sonst würde ich das machen. Okay. Außer ich würde im Fenstermodus und nicht im Vollbild spielen, dann könntest du es sehen, aber dann ist wieder scheiße mit der Aufnahme. Ja, also ich hätte dann schon gern gesehen, wie du auch zockst, ob du das auch drauf hast. Weil wie du gesagt hast, dass du jetzt gerade nicht der beste Ego-Shooter-Gamer hier bist. Ja, das ist ja. Schaust du dann im Video an. Ja, klar. So. Alter, aber heute läuft's, hey, wie lange ich jetzt schon hier im Titan sitze? Ah, fuck, der lädt gerade nach. Ich glaube, jetzt gehe ich drauf. Gegen den Titan habe ich jetzt keine Chance mehr. Ich sehe den auch gar nicht mehr, ey. Auf 3 habe ich die Titanabwehrwaffe, glaube ich. Ja, genau. Ah, fuck. Der kam von der Seite, den konnte ich jetzt nicht sehen. Gut, ist keine Ausrede, ein richtiger Shooter-King hätte natürlich den gesehen. Aber der bin ich ja nicht. So. Okay, hier ist einer. Yeah! Schön mit der Panzer... mit der Titan-Abwehrwaffe reingelunzt. Haha! Ah, das macht schon richtig Bock, also kann man lassen, das Game. Ich habe es bisher auch noch gar nicht so lange gespielt. Eigentlich noch nicht sonderlich länger, als ich es im Let's Play gezockt habe. Ich habe privat eigentlich noch kaum gezockt. Das war ich fast ein bisschen schade. Ja, es ging mir genauso. Also ich habe auch erst bei meinem Cousin einmal zockt. Und das war auch nur 10 bis 20 Minuten. Aber auch, wo ich da dann am Anfang gezockt habe, habe ich dann das Hammer Game und muss mir auf jeden Fall holen. Also sehr empfehlenswert. Ja, auf jeden Fall. So, übrigens habe ich heute, glaube ich, den besten Score, den ich jemals erreicht habe, dank dir oder mit dir jetzt hier. Also es ist schon relativ lustig hier, was hier heute läuft. Ich habe schon relativ viele Kills für meine Verhältnisse. Ich hoffe, ich verrecke jetzt nicht noch ein paar Mal, dass sich mein Score wieder runterzieht. Aber das Spiel müsste relativ schnell vorbei sein jetzt. So. Du bist das erste Mal YouTube zu hören, oder? Ich? Jo. Jo, eigentlich so ziemlich das erste Mal. Also ich habe schon ein paar Let's Plays von mir bei meinem älteren Account, aber da hat es dann irgendwie, keine Ahnung, der wurde gehackt oder so, oder jemand hat ein anderes, also das Passwort von mir rausgefunden. Dann habe ich somit diesen Account gelöscht und habe dann eigentlich auch bei YouTube jetzt eigentlich keinen Account mehr registriert. Also okay. So ziemlich das erste Let's Play jetzt mit einem Kumpel zusammen. Also du hast auch mal Let's Play früher gemacht, oder? Jo. Am PC, oder? Ja, das war dann damals noch am PC. Also das war dann nicht an PlayStation. Okay. Und wie viele Abonnenten hast du damals gehabt? Boah, also... ganz ehrlich, ich war nicht so... also ich war nicht bekannt, sagen wir mal so. Aber jetzt so sagen, so eine Spanne könnte ich jetzt circa nicht sagen, was ich da an Abonnenten gehabt habe. Okay. Also das wüsste ich jetzt nicht. Ja gut, ich bin auch nicht sonderlich erfolgreich. Ich habe jetzt 100 Abonnenten und ich glaube 4500 Aufrufe oder so. Und warte mal, lass mich nicht lügen. Ich glaube 325 Videos habe ich jetzt. Mit dem sind es 326. Ja. So. Ja, gut. So viele hatte ich da dann damals auch noch nicht. Da hatte ich glaube gerade mal 150 oder sowas. Okay. Ich würde sagen, wir machen diese Kampagne hier nochmal. Die haben wir ja schon mal gezockt. Geht das überhaupt, dass wir die nochmal spielen? Müsste doch eigentlich funktionieren. Mache dort weiter. Gibt's doch eine Kampagne in Titanfall? Ja, gibt's anscheinend schon, aber wenn ich eine Kampagne fortsetze, nee, das würde dann ins Let's Play fallen. Das ist jetzt hier nicht von der Kampagne. Also ich werde da jetzt schon die Kampagne dann im Let's Play machen. Das ist ja jetzt hier nur so ein bisschen rumlaufen, labern und ein bisschen hier. Ja, weiß klar. Nicht, ja.
Halt so ein bisschen rumlaufen und Spaß haben. Das Spiel halt ein bisschen anschauen. So. Mal schauen, ich gehe jetzt mal Capture the Flag. Habe ich, glaube ich, noch kaum gespielt. Auch nicht in anderen Spielen. Also Capture the Flag ist für mich eigentlich eins der beliebtesten Kategorien, jetzt wie zum Beispiel, wenn ich jetzt auch in Call of Duty Ghost oder sowas zocke. Das Einzige, was ich da eigentlich spiele, ist Herrschaft und Capture the Flag. Das ist für mich eigentlich das Sinnvollste und was am meisten Spaß macht. Okay, also ich weiß jetzt gar nicht, was mich erwartet. Ich habe Capture the Flag, glaube ich, noch nie so richtig gezockt. Ich mache meistens Okay. immer, was mache ich immer? Team Deathmatch mache ich, glaube ich, immer, ja, genau. Na gut, also Capture the Flag ist halt das Prinzip, du musst mit deinem Team vom Gegnerteam die Flagge klauen und halt zurückbringen in dein Lager die gegnerische Flagge und musst halt verhindern, dass die anderen das gleiche machen. Okay. So, jetzt Ich muss bin mir jetzt ich. nicht sicher, ob das bei Titanfall auch ein Maximum von 3 ist, aber in Call of Duty ist es Maximum 3 Stück Flaggen einnehmen und dann ist das Spiel vorbei, Okay. beziehungsweise die Runde. Ja. So, jetzt müsste es losgehen. Yeah. Auf der Map war ich noch gar nicht. Okay. Sowas feiere ich immer, Und wenn ich auf in. neue Maps komme. Nee, wie gesagt, also Titanfall echt empfehlenswert. Ich hol's mir sofort, wenn ich dann meinen PC hab und Dann gibt's Let's jeder, Play der das Together. Video anschaut. Nee, jetzt jeder, der wo das Video auch anschaut und dann auch, keine Ahnung, Kommentare hinzufügt. Also ist empfehlenswert, auf jeden Fall holen. Genau. Und wenn du dann dein PC hast, machen wir Let's Play Together, ne? Ja, klar. Auf jeden Fall. So. Oh, Ja. das ist lustig. Wäre auch lustig, wenn man dann deine Sicht sehen könnte und du wieder Let's Plays machst. Das wäre schon irgendwie chillig. Ja. Wenn du dafür wieder Bock hast, dann. Ja, klar, nee, das auf jeden Fall. Ja, und sonst. Es wäre schon ein erheblicher Fortschritt, wenn du zu dabei wärst und mitzocken könntest. Das würde mir ja schon Ja. reichen. So, jetzt hakelt's ein bisschen. Eieieiei. Ha, ich habe jemanden umgebracht. Ich freue mich da jedes Mal, weil ich eigentlich so ein Lappen bin und die ganze Zeit selber drauf gehe. Ich muss mich da jedes Mal Okay. selber drüber freuen und mich motivieren, dass es so weitergeht. Denn es kann jederzeit umschwenken und ich bin derbe am Verkacken. Ach so, schlecht Ah, bist du auch nicht, sag ich. du. Ah, ganz knapp überlebt. Ja, im Moment geht's eigentlich. Also, ich habe deutlich schlechtere Sachen schon vollbracht. Ja, gut, so schlecht bin ich dann wirklich nicht. Also. Musste dich im Video davon überzeugen und mal die vorigen Shooter dir anschauen, ob ich mich verbessert habe oder so. Ja, nee, wie gesagt, also bei mir wüsste ich jetzt auch nicht, bei Titanfall, also im Call of Duty oder im Battlefield, also bin ich wirklich nicht schlecht. Also ich hole schon gute Scores raus, aber in Titanfall wüsste ich jetzt nicht, was ich da hätte an Score. Also es ist halt immer scheiße, wenn man mehr Tode als Kills hat. Und Ja. das hatte ich bisher fast immer und ich war froh, wenn es ausgeglichen war. Und deshalb, naja, es ist etwas doof gewesen bisher immer und deshalb kamen die Shooter auch nicht allzu gut an und ich wurde auch des Öfteren deshalb verarscht. Ich habe übrigens die feindliche Flagge. Wenn ich die jetzt ins gegnerische Lager bringe, ey, dann flippe ich aber. In unser Lager bringe. Dann flipp ich aus, aber ich wurde gerade gekillt. Das war doof. Alter. Ja, machen wir schnell Einstieg. Oh, in 60 Sekunden gibt's einen Titan. Das wird lustig. Sonst gehen wir mal über die Wände. Das ist ja alles möglich. Oder? Ah, ne, ist nicht immer alles möglich. Ist nicht immer alles möglich. Ach, Gott, die Gott. Komm schon, hoch mit dir. Kleine Zeit, Bitch. Der Feind hat unsere Flagge erobert. Unsere Flagge? Was ist da los? Boah, du Hurensohn, Alter. Die verteidigen ihre Flagge aber schon ganz schön hart, ey. Tja, der hat da ein geiles Gewehr gehabt gerade. Also, Das kann ich noch Problem kommt nicht dann immer mithalten. drauf an, wie die Personen in diesem dann halt auch spielen, weil manche sind echt manchmal echt ziemlich offensiv, aber dann auch mal wieder richtig defensiv. Ja, übel. Und
Es kommt natürlich auch drauf an, was du schon für eine geile Waffe hast. Wenn du natürlich mit so einer mega geilen Waffe rumläufst und ich immer noch mit der ersten, was natürlich auch der Fall ist leider, dann ist es natürlich ein leichter Vorteil für diese Person. So, jetzt habe ich aber einen Titan voll. Ja gut, wie gesagt, ich habe eigentlich noch keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe es mal kurz reingespielt. Also von Waffen oder so habe ich auch noch keine Ahnung. Also da bin ich nicht unerfahren. Genau, da kannst du dann bei mir auf dem Video mal vorbeischauen und auch die anderen zwei Videos anschauen. Dann hast du schon mal einen kleinen Einblick, sag ich mal. Na klar. Oh, ich komme jetzt hier gar nicht rein als Titan, das ist ja assi. Na gut, als Titan ist natürlich auch nicht möglich, wahrscheinlich so eine Flagge überhaupt aufzunehmen. Denke ich jetzt mal. Boy. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, dass Titanfall noch eine viel krassere Grafik hat. Also, ich dachte, die ist so wie Battlefield 4 oder noch krasser. Okay. Aber die ist eigentlich eher wie Call of Duty, bisschen aufgemöbelt. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Aber es ist schon in Ordnung, also kann man sich jetzt nicht drüber beschweren. Aber ich dachte, das ist wirklich der Obershit hier, was hier abgeht. Na gut, also wie gesagt, bei meinem Cousin, wo ich auf der Xbox gezockt habe, also da habe ich echt gute Grafik gehabt, also ich denke, gut, Xbox auch, One, ja. Ich denke halt auch, das wird immer eher eine Sache am Computer und am Bildschirm und sonstigen Sachen sein. Gut, ich spiele ja auch auf Ultra, das sieht dann natürlich trotzdem noch besser aus als Xbox One. Ja, klar. Also eine Konsole wird niemals mit einem PC mithalten können. Das glaube ich also, auch. Also allein schon, also im Moment kann die Next-Gen-Generation auf jeden Fall noch mithalten mit so manchem Rechner, aber das ändert sich relativ schnell immer wieder. Aber weil du kannst ja keine neue Grafikkarte in so eine Xbox oder so eine PlayStation packen. Das ist ja der Scheiß dran. Ich sag, rein theoretisch gehen würde das schon, aber ja, aber ich glaube, das ist dann funktioniert die PlayStation nicht mehr, glaube ich. Ah, gut. Wenn sich da vielleicht spezielle Leute damit auskennen oder so. Aber ja, ich glaube aber dann hätten das schon einige gemacht. Also ich glaube, das geht eigentlich absolut nicht. Weil du bekommst ja dann auch immer Updates und was weiß ich. Und wenn die dann erkennen, dass du eine neue Software oder Hardware dran hast, dann ist es scheiße. Ne. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, weil sonst hätten es schon einige gemacht. Weil deswegen bist du ja als Consolero, wie man so schön sagt, immer ein bisschen eingeschränkt. Und muss halt hoffen, dass es bald eine neue Generation gibt und die nicht allzu teuer ist. Außer du bist natürlich ein Hardcore-Suchti und dein Preis ist dir egal. Ja. Gut, in meinem Fall war es so, ich habe mich erstmal ein bisschen verschuldet bei meinen Eltern. Aber ich bin ja durch meinen Geburtstag jetzt wieder relativ wohlhabend gewesen. Oder bin es immer noch. Und dann konnte ich es relativ schnell zurückzahlen eigentlich. Ja, klar. Ne, wie gesagt, also ich bin jetzt auch nicht. Ich bin nicht schlecht, sagen wir mal so. Ich bin kein schlechter Zocker, aber ich bin jetzt halt auch nicht einer, wo der ganze liebe lange Tag an der Konsole hocken würde. Das wäre mir einfach zu langweilig. Mir auch. Sagen wir mal so. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich komme gar nicht mehr so zum privaten Zocken, weil ich eigentlich relativ viel Zeit damit verbringe, wirklich Let's Plays zu machen. Ja. Weil ich meine, 3 Videos am Tag ist schon Sarah-Zack-Gronk-Niveau, ne? Also da kommst du natürlich dann schon langsam in Verlegenheit, wenn du dann noch was für Schule tun musst und dann noch selber zocken willst, dann hast du eigentlich fast keine Zeit mehr für Sport oder sonstige Aktivitäten außerhalb des Hauses. Ja, das denke ich mir dann auch. Oh, Messerkill! Meine Güte! Was mir heute nicht alles gelingt, ich wurde zwar gerade erschossen, aber das ist, dieses Video beweist mal wieder, dass dieses Spiel mir mehr liegt als alles andere, was ich bisher gezockt hat an Shootern. Ich finde auch, das ist wieder Titanfall ist wieder ein ganz anderes Spiel. Es ist wieder zwischen Battlefield und Call of Duty eintreten, also es ist wieder nicht vergleichbar mit diesen zwei Spielen. Ja. Siehst du mich eigentlich in der Facecam noch, während das Video läuft? Nee, also ich guck mal gerade, aber normalerweise. Normal müsstest du mich schon sehen, weil Skype ist ja unabhängig von ja allem anderen.
Na gut, zocken sehe ich dich noch, also mit Face. Ja, meine Phrase halt, ne? Ja klar. What the fuck, wie viele Leute kommen da raus? Da kam gerade so eine Kapsel runter mit lauter Feinden, ey. Was ist denn das für eine Scheiße? Und ich habe alle umgenietet. Ja, das ist der Witz manchmal. Wenn die dann auf einmal vor dir rauskommen. Das waren, glaube ich, 4 Stück, die habe ich. Ich habe da 3 davon umgebracht, einer nur ein anderer. Alter, ich habe bestimmt jetzt schon Kills. Ich will es gar nicht wissen. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber für meine Verhältnisse, da werden mir bestimmt auch andere recht geben, die meine üblichen Leistungen kennen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen hart verkackt, aber egal. Ja, die werden mir auf jeden Fall recht geben, dass ich heute etwas besser agiere als sonst. So. Ja, klar. So. Und du bist noch derbe am Video schauen, oder? Ja. Hört man gar nichts im Hintergrund, zum Glück. Sonst hätte ich das im Video drin, da hätte ich noch GEMA-Probleme. Ja. Ach, es kommen bestimmt eh wieder die ersten Spasten daher und sagen, bei dir ruckelt's im Video. Ja, wow, weißt du, wie scheißegal es mir ist, dafür spiele ich auch auf Ultra. Aber echt viel. Nicht jeder braucht eine Titan für 1000 Euro hier im PC. Wird zwar schön zum Spiel passen, aber ich kaufe mir keine Grafikkarte für 1000 Euro, Leute. Ich bin noch nicht im Berufsleben. Ich bin ein Schüler. Manche verstehen das nicht. Aber es wird sich alles ändern. Ich werde meinen kompletten PC umstellen, sobald ich mal etwas Geld habe. Und das wird sich in der Ausbildung hoffentlich dann dazu ergeben. So. Jetzt ist die Frage so, was stellst du dir eigentlich vor, so zu machen? Also wie gesagt, 1000 Euro ist eigentlich schon eine Menge Geld für rein theoretisch eine Grafikkarte. Und dann müsstet ihr eigentlich auch ein guter Job herkommen. Und ja gut, in der Ausbildung ist es kein Problem. Da sparst du 2 Monate. Ja gut, und dann stimmt. Hast du die Kohle, also. Ich meine, ich habe nicht sonderlich hohe Ausgaben. Ich brauche im Monat vielleicht 100 Euro. Okay. Mehr. Ach, das sind solche Roboter. Das sind gar keine anderen Spieler. Okay. Deswegen waren die nicht so stark. Haben mich trotzdem umgebracht. Ja, also, wie gesagt, 1000 Euro muss man schauen, ob ich das wirklich dann auch ausgebe. Also, ich meine, es ist ja nicht nur die Grafikkarte. Man kann ja auch noch in RAM investieren. Man kann in SSD investieren, einen großen Speicherplatz, in ein Gehäuse. Vielleicht auch noch auf Hardware, Maus, Tastatur, Bildschirm. Ein Tipp, also eins, was ich früher gemacht habe, das war auch, ich hatte früher auch einen Gaming-PC schon. Und eigentlich sehr sinnvoll ist, wenn du ihn dir selber zusammenbauen lässt. Wenn du einfach sagst, welche Teile du reinhaben willst, was unnötig ist und dass du dann halt auf die speziellen Sachen, was du reinhaben willst, dass du auf die zahlst und dann auch halt auf nichts anderes. Ja, genau so habe ich es gemacht. Also ich habe einen Experten, der arbeitet bei einer Firma, die dir sicherlich bekannt ist, die ich nachher dir sagen werde. Und der ist da halt Administratorchef und der baut mir halt schon seit jeher die PCs. Und ja. Okay. Ich habe dem diesmal halt einfach gesagt, ich will einen Gaming-PC und hat das gemacht. Ich bin mittlerweile jetzt zwar nicht so zufrieden im Nachhinein, weil ich sagen muss, dass er vielleicht nicht so sehr auf Entertainment, sondern eher auf Gaming achten hätte sollen. Und mehr auf die Grafikkarte und nicht so auf SSD und so ein Scheiß. Aber es ist schon in Ordnung. Ich denke mal, wenn ich jetzt hin und eine fette Grafikkarte einbaue, dann passt es eigentlich. Weil ich habe ja schon 8 GB RAM, das müsste eigentlich reichen. Also wie gesagt, man muss sich halt auch ein bisschen auskennen, wenn man sich so einen PC zusammenstellen lässt. Wenn besondere Wünsche hat, dann muss man natürlich auch sagen können, ja, ich will das und das. Und natürlich auch dann wissen, von was man redet, ne? Ja, denke ich mir auch. Ja, und ich habe sogar gesehen, dass es gar nicht so schwer ist, sich so einen PC zu bauen. Ich habe mal so ein Internetvideo angeschaut in YouTube. Und die meisten Teile erübrigen sich eigentlich schon, wenn du dieses Gehäuse dir anschaust. Dann hat eigentlich jedes Teil seinen Platz in dem Gehäuse, weil da immer so ein Steckplatz dann halt ist. Ja. Einzige Schwierige ist, was du halt nicht als Laie so machen kannst, die ganzen Verkabelungen. Aber das müsste eigentlich in der Beschreibung auch drinstehen. Also, keine Ahnung. Ich würde es mich jetzt noch nicht trauen, weil die ganzen Teile würde ich nur ungern falsch zusammenbauen und dann die irgendwie beschädigen dabei. Ist ja ziemlich bitter. Ja, so echt nicht gerade vorteilhaft, sagen wir mal so. Überhaupt nicht, ne? Besonders, weil Teile kann keiner reparieren, PCs schon. Ja.
Na gut, manche können auch sowas reparieren, aber normalerweise keine normalen PC-Experten. So, die machen nämlich, wenn was kaputt ist, tauschen sie das Teil aus oder gucken, ob sie es irgendwie reparieren können, indem sie halt irgendwas rumschrauben. Aber wenn eine Grafikkarte kaputt ist, dann ist sie kaputt, dann musst du eine neue einbauen. Ja, dann kann ich auch nichts anderes machen. Die kann man nicht richten, das ist Nee. das so. Genau. Außer ein Hersteller von Nvidia kann vielleicht da ein bisschen was machen, aber wer macht denn das, ey? Also es. Boah. Jetzt läuft es gerade nicht mehr so gut. Das ist sehr schade. Stufe 4, ich bin in die nächste Stufe aufgestiegen. Hey! Es war richtig bitter. Ich habe gehört, dass es einen so einen kranken Typ gibt, der am zweiten Tag von nach dem Release von Titanfall schon in der letzten Stufe war. Ich glaube in Stufe 4 und für jede Stufe brauchst du Level 50. Und der Typ muss wirklich durchgehend gesuchtet haben. Also wirklich durchgehend. Der hat keine Pause fast gemacht. Und das ist dann schon krank. Ja, da denke ich mir dann auch, wo ist der bitte dann das Privatleben? Ja, übrigens, mich hat gerade jemand gesniped, ne? Echt? Ja, ich glaube schon, das war eine Snipe, glaube ich. Wie ist das? Gibt es da eine Abschusskamera auch? Ja. Okay. Und irgendwie darf ich jetzt nicht mehr ins Spiel rein und kann jetzt nur noch auf nächste Spieler hier umswitchen. Ich denke mal, dass diese. Ah, die Evakuierung wurde verweigert, dein Bergungsschiff wurde zerstört, das heißt, ich habe verkackt. Okay, aber ist mir jetzt egal. Es ist eigentlich ein schönes Folgenende, weil ich bin mit meiner Leistung zufrieden, auch wenn ich jetzt hier letzter bin. Also für meine Verhältnisse, ihr müsst immer von meinen Verhältnissen reden. Es ist alles total in Ordnung und ja, ich hatte meinen Spaß. Und das ist eh das Wichtigste an diesem Spiel. Ich bin gar nicht so einer, der sich was auf besondere Scores einbildet. Ich will einfach meinen Fun haben und den habe ich auch, wenn ich nicht unbedingt der Beste bin. So. Dann verlasse ich mal die Lobby und gehe mal zurück zum Hauptmenü. Da verabschiede ich mich dann von euch, Leute. So. Das Hauptmenü wird verbunden, ne? Das macht natürlich Sinn. Naja, gut. Dann würde ich sagen, Leute, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, einen Kommentar schreiben oder ein Abo dalassen. Das ist euch überlassen. Ihr kennt das Prozedere ja. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei einem neuen Video von welchem Let's Play auch immer wieder dabei seid. Ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao Leute.